Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Teil meiner Videoschnitt-Lernreihe Cyberlink Power Director in der Version 15. Heute ist der fünfte Teil dran. Da geht es darum, wie ich ein Video schneiden kann, und zwar mit den Magic Tools von Cyberlink Power Director. Ich will aufzeigen, was das Tool kann und wo die Grenzen natürlich sind. Als erstes lade ich mir erstmal ein paar Videodateien rein. Die sind bunt gemischt zwischen von der DJI Phantom 3 Luftaufnahmen ohne Tonspur und von der Sony RX 10 Mark III mit Tonspur. Das sind alles Landschaftsaufnahmen aus den Weinbergen im Rhein-Nahe-Gebiet. Und ich möchte jetzt hier mit diesen Magic Tools daraus ein interessantes Video schneiden. Man klickt auf die Schaltfläche, dann hat man die Möglichkeit, Medien zu importieren, entweder aus dem Medienraum, auf der Zeitachse oder aus der Spur. Ich entscheide mich für den Medienraum, weil ich habe ja die Videodateien weder bearbeitet, noch hatte ich groß Lust, letztendlich da manuell schon was zu machen. Deswegen nehme ich die Clips alle so, wähle sie aus, und im nächsten Schritt, wenn ich auf Weiter klicke, habe ich dann die Möglichkeit, den Stil auszuwählen. Hier muss man einfach mal ausprobieren, was da passend ist. Landschaftsaufnahmen ist natürlich für mich jetzt eher etwas ruhigeres, so Extreme Sport oder sonstige ganz schnelle Schnitte fallen natürlich weg. Deswegen entscheide ich mich dann eher für ein etwas ruhigeres Motiv. Schade, dass hier keine Vorschau möglich ist, um sich die Sache anzugucken im Vorfeld, dass man weiß, was einen erwartet. So ein bisschen Try and Error ist das hier. Muss aber jeder für sich selbst dann entscheiden. Ich habe meine Wahl getroffen, gehe auf Weiter. So, jetzt kann ich noch die Musik auswählen, wenn ich welche im Hintergrund mit integrieren möchte. Da das jetzt hier ungefähr mehr als 20 Minuten sind, mache ich es mir jetzt mit der Musik mal ein bisschen leichter. Also da kann ich die Dauer natürlich nicht einstellen, wo ich jetzt hier reinklicke. Hier links muss man klicken, habe ich gerade eben nicht so richtig gesehen. Ja. Dann kann ich hier noch einstellen, was überwiegt, der Audioton von der Filmspur oder die Musik. In dem Fall ist die Musik, weil Sprache ist nicht vorhanden. Ich wähle mir jetzt einfach die 9. Sinfonie von Johann Sebastian Bach aus, weil ich weiß, die hat ca. 23 Minuten Länge. Ich mache es mir hier etwas einfacher. Wähle die aus, und jetzt geht es ja um die entscheidende Dauer. Eigentlich will ich einen kurzen Clip haben. Doch leider ist es in dem Programm nicht möglich, die Zeit manuell unter diesen vorgegebenen Wert runterzukriegen. Also ich habe es nicht geschafft, ich habe es mehrfach versucht, hier reinzuklicken. Man kann ihn erhöhen, man kann ihn unten an die Ausgabedauer der Musik anpassen, oder man nimmt oben die Option und sagt, das, was Cyberlink vorschlägt. Also hier bin ich jetzt gegeißelt, ein Video zu erstellen mit fast 13 Minuten Länge, was natürlich weder kurz noch knapp ist. Aber gut, wir machen mal weiter. Im nächsten Schritt analysiert dann der Power Director diese ganzen Videoaufnahmen. Ich springe jetzt mal ein bisschen, mache das hier mal ein bisschen im Zeitraffer, weil so interessant ist das nicht. Das hat alles in allem 6-7 Minuten gedauert. Ich mache das aktuell mit meinem Laptop. Das ist ein i7-Prozessor mit knapp 3 GHz, also auch nicht das schwächste System. Gut, nachdem die Vorschau dann erstellt ist, kann ich hier noch den Titel eingeben. Ich nenne es jetzt mal Magic Tools und kann mir die Vorschau anschauen, und dann sehe ich hier schon, was mich dann so erwartet. Ja, und ich stelle fest, das sind unheimlich viele Übergangseffekte, die hier einfach verwendet werden, und das sieht jetzt erstmal ganz schick aus und ganz viel Abwechslung auf dem Bildschirm, und es ploppt was auf und es geht was weg und es verschwindet ineinander und so weiter. Aber letztendlich, ob die Aufnahmen dafür geeignet sind oder nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass das hier das Tool sinnvoll gestaltet, sondern es werden einfach viele Übergänge drüber gelegt, und naja, ist aber Geschmackssache. Man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Da hat man auch die Möglichkeit zu sagen, ich verändere die Reihenfolge. Hier habe ich allerdings keine Zeitachsenansicht, sondern nur eine Storyboard-Ansicht. Und jetzt kann ich die einzelnen Clips in der Reihenfolge verändern.
Okay, wenn ich das gemacht habe, ich habe jetzt einen Clip an eine andere Stelle positioniert, dann braucht das Tool wieder einige Zeit, analysiert wieder alles und ich muss einfach Geduld haben, bis die Analyse fertig ist. Das dauert also einen kleinen Moment. Ich habe wieder etwas vorgespult, weil so interessant ist das Ganze nicht. Es dauert so circa 5 Minuten, bis es wieder alles als Vorschau zur Verfügung steht. Ich kann die Vorschau mir wieder angucken. Ich kann natürlich auch wieder den Titel ändern und beim Thema Ende auch einen anderen Abspanntitel einfügen. Ich schaue mir das alles an und stelle irgendwie fest, ja, so richtig hat sich nichts geändert. Es sind wieder ganz viele Übergänge, die dort verarbeitet worden sind. Aber so richtig toll finde ich das alles nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult, um die anderen Ergebnisse mir anzuschauen. Aber wie ein professioneller Videoschnitt wirkt das alles nicht. So, ich gehe auf Weiter und habe jetzt die Möglichkeit, das als Video zu produzieren. Ja, dann wird mir noch angezeigt, Achtung, auf der Zeitachse passiert jetzt was. Im ersten Moment war ich etwas irritiert, aber das ist natürlich Standard. Das muss ich mit OK bestätigen, ist auch nicht weiter schlimm. So, jetzt ist das importiert worden, aber noch nicht fertig produziert. Also das heißt, ich habe diesen Clip jetzt zur Verfügung und kann ihn auf meiner Zeitachse entsprechend bearbeiten. Man sieht hier, er wird jetzt automatisch vom Programm eingefügt und könnte jetzt nochmal in den manuellen Schnitt gehen. Nur das ist ja nicht Ziel und Sinn von einem Tool, dass ich nochmal in den manuellen Schnitt wechseln muss, um jetzt das, was eigentlich automatisch produziert worden wäre, nochmal anzupassen. Also es funktioniert dann wie ein ganz normaler Videoclip. Dann kann ich das natürlich alles noch produzieren, damit es dann tatsächlich auch in einem zum Beispiel MP4-Format fertig produziert wird. Jetzt muss man auch hier beachten, was passiert. Also klar, ich wähle erstmal den Speicherort aus, wo das alles hergestellt werden soll. Dann wähle ich noch den Dateinamen aus. Also das ganz übliche Prozedere. Auch das werde ich später in einem weiteren Video nochmal erklären, welches Ausgabeformat, mit welcher Frameanzahl, Bittiefe und so weiter ist sinnvoll. Weil auch das kann dann die Qualität sehr stark beeinflussen, wie ich das Video letztendlich produzieren lasse. Was hier aber toll ist bei diesem Programm, es ist wirklich schnell und es rendert tatsächlich deutlich schneller als Mitbewerber, zum Beispiel der, von Pinnacle, die Version, die ist richtig langsam im Rendern und das Programm hat hier richtig was drauf, wenn es darum geht. Und was ich jetzt hier mache, ist alles mit einem Laptop und das ist ein gut durchschnittliches Laptop mit einem i7-Prozessor, knapp 3 GHz, also von daher, das passt. Aber jetzt schaut euch mal an, wie lange das dauert. Ich habe jetzt auf den Rendervorgang gestartet und jetzt wird das Programm mir gleich anzeigen, welche Renderzeit ungefähr eingeplant ist. Es sind jetzt über 2 Stunden, die hier noch angezeigt werden, 2,5 Stunden sogar. Jetzt sieht man nochmal die Systemauslastung, klar 100% beim Rendern, das passt schon. So, ich habe den Rendervorgang mal bis zum Ende durchgeführt, zum Schluss waren es nicht 2,5 Stunden, sondern 1 Stunde und 40 ungefähr und ich habe das Ergebnis mal hier hinten an den Film noch dran gehängt. Wer Interesse hat, kann sich dann den kompletten Film mal anschauen und seine eigene Meinung bilden, was er von den Magic Tools hält. Es ist sicherlich eine Möglichkeit, Kurzfilme zu erstellen, wenn man ein ausgewähltes Videomaterial hat. Man muss sich nur bewusst sein, was eigentlich diese Magic Tools machen.
Im Endeffekt machen sie keinen klassischen Videoschnitt, sondern sie legen unheimlich viele Übergangseffekte darüber. Und davon bietet das System hier eine ganze Menge und das wird auch alles angewendet. Und mein Eindruck ist, es ist halt viel Spielerei dabei. Nicht wirklich ein guter Videofilm wird zum Schluss rausproduziert. Aber jeder soll für sich entscheiden, wie er dieses Tool anwendet, was er daraus macht. Ich glaube, für Bilder-Diashows ist es eine gute Möglichkeit, weil hier einfach und schnell aus einer Vielzahl von ausgewählten Bildern eine schöne Diashow auch mit Musik hinterlegt werden kann. Das war's im fünften Teil. Und jetzt hat man auch deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen von automatischen Videoschnitt-Tools. Ich glaube, das ist egal, bei welchem Programm man diese einsetzt. Sie funktionieren alle nicht, weil sonst würde es ja auch viel einfacher für den professionellen Cutter sein, Spielfilme zu erstellen. Dann schüttet man es einfach in eine Wundertüte raus und lässt sich dann überraschen, was am Ende rauskommt. Deswegen geht es in meinem sechsten Teil genau darum, welche Möglichkeiten habe ich, meinen Videofilm manuell zu schneiden und mit welchen Schnittmöglichkeiten kann ich dies am besten im Power Director tun? Hier gibt es auch verschiedene Optionen, die angeboten werden. Darauf gehe ich im nächsten Teil ein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat und ihr Anregungen habt oder es hat euch nicht gefallen und ihr möchtet trotzdem Kommentare da lassen, jederzeit gerne. Schreibt mir rein, was ihr euch vielleicht in Zukunft für Tutorials wünscht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Abo. An dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Nee.